Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster und ja, sechster Teil. Mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen. Schauen wir mal, wie sich das heute entwickelt. Mir ist heute wieder ins Bewusstsein gekommen, dass ein lieber Freund von mir, ist nur ein paar Jahre älter als ich, dass er mir erzählt hat, dass er in seiner Kindheit keine Schuhe hatte. Ja, das ist etwas, was wir uns hier schwer vorstellen können. Also Ende der 50er Jahre, dass Kinder bei uns hier barfuß umhergelaufen sind, kann man sich, wie gesagt, schwer vorstellen. Und wenn wir überlegen, welche Unsummen wir für wen auch immer mobilisieren und dabei vergessen, dass es sozusagen den eigenen unvorstellbar schlecht gegangen ist, dann stimmt das natürlich schon ein bisschen nachdenklich, insbesondere wenn man dann auch immer wieder hört, dass da große Unzufriedenheit herrscht, dass wir sozusagen die Schuld oder die Verantwortung oder was auch immer hätten, ja, und dabei selber noch vor wenigen Jahrzehnten den sprichwörtlichen Kitt aus den Fenstern gefressen haben. Leider gehen diese Dinge sehr, sehr schnell verloren, aber im Gedächtnis des Volkes bleiben sie natürlich erhalten. Große Armut. Ich kann mich auch an meine Kindheit erinnern. Es war sozusagen die Zeit des Sparens, die Zeit des Gutwirtschaftens. Eine Hausfrau musste sozusagen mit sehr bescheidenen Beträgen das Auslangen finden. Man musste sehr gut wirtschaften können. Und natürlich wurde sehr, sehr viel selber gekocht, selber zubereitet. Man ist nicht irgendwo in ein Lokal essen gegangen, sondern man hat alles selber gekocht. Und ja, natürlich, man hat auch sozusagen am nächsten Tag wieder das Gericht vom Vortag gegeben, ja, wo man sagt, na, um Gottes Willen, aufgekochtes, das kann man nicht essen, das muss sofort weggeschmissen werden. Nein, wurde es nicht. Und wenn es Fleischläppchen gegeben hat zum Beispiel, habe ich mich am nächsten Tag gefreut, dass eben im Schulbrot eben ein Fleischläppchen dazwischen war oder ein halbes. Ja. Auf jeden Fall war man sehr bescheiden. Ja, und diese Zeit des unfassbaren Verschwendens, ja, diese Zeit, die geht jetzt ihrem natürlichen Ende zu. Und egal, was ihr anschaut, egal, was wir hernehmen, hier irgendein Plätzchen, ja, all diese Strukturen sind sehr, sehr ökonomisch aufgebaut. Äußerst dünn, ja, sehr, sehr dünn, das Plättchen. Und genauso, wenn wir uns die Stängel, naja, gut, Brennnesseln angreifen, ist jetzt vielleicht nicht schlau. Ah, da haben sich die Schnecken hier schön verwirklicht. Und wenn wir uns hier diese Stängel anschauen, ja, dann kommen die alle mit einer idealen Verspannung, mit einer idealen Bauweise aus, wo sie eben möglichst wenig Material brauchen. Heißt ja auch nicht grundlos, Tensegrity, eines der Bücher von Castaneda. Ganz interessant, dass man eben lernen kann, mit sehr, sehr wenig auszukommen und trotzdem glücklich zu sein. Wir wurden ja jahrzehntelang darauf hingetrimmt, Shopping macht happy, Konsumieren macht fröhlich, sozusagen Einkaufsfahrten mit den Bussen werden da und dorthin organisiert, denn das Konsumieren hätte irgendeinen höheren spirituellen Wert, hat es natürlich nicht. Ja, und so wurden wir in ein Konsumkorsett gezwängt, welches vielen von uns einfach nur Unbehagen bereitet hat. Nicht nur gute Freunde von mir, sondern ich will mich da auch nicht ausnehmen, ja, haben sehr, sehr viele Dinge gesammelt, die einfach nur gut waren, die man einfach, wo es einem leid darum war, die wegzuschmeißen. Andere quittieren das mit einem Kopfschütteln und sagen, wie kann man das aufheben? Ja, wenn man aus einer Zeit kommt, wo man nichts hatte, dann ist das, ja, was andere weggeben, wertvoll. Und diese Werteverschiebung geht jetzt wieder in die Gegenrichtung, geht jetzt wieder zurück. Wir kommen jetzt wieder in diese Verlegenheit, große Achtung für wenig aufzubringen, denn wir brauchen nur ganz kurz schauen, wie das mit der Zeus-Kanal oder Suez-Kanal, Zeus ist glaube ich treffender, wie das mit der Zeus-Kanal-Geschichte gelaufen ist.
Und ich glaube, Evergreen hieß dieses Schiffernakel, welches sich da so schön in die Uferböschung hineingebohrt hat, rein zufällig. Und wie in weiterer Folge jetzt einfach Millionen und Abermillionen von Schiffscontainern nur auf ihren Abtransport warten, aber selbigen wahrscheinlich nicht so schnell erfahren werden. Also das sind spannende Entwicklungen und das heißt, wir wissen, was auf uns zukommt. Und diese Zeiten, ja, sind auch schön. Man muss nicht sozusagen im Vollen schwelgen. Man muss nicht sozusagen irgendwelche Events um teuerstes Geld sozusagen mieten oder buchen oder Wellness irgendwo da oder dort machen, sondern man kann auch zusammen mit Freunden bei einem Fläschchen Wein eine nette Runde haben und auch viel Freude oder möglicherweise sogar mehr Freude dabei erleben. Ich habe es jetzt bei mir wieder gesehen, Auto fährt wieder, alles in Ordnung, alles bestens, war jetzt nicht allzu wahnsinnig teuer das Ganze und ich habe das selber bezahlt und ja, fertig. Das Auto ist über 20 Jahre alt, na und, wo ist das Problem? Man muss nicht immer das Nagelneueste haben. Und in dem Fall sehen wir jetzt hier in der Außenwelt eine große Veränderung, die jetzt sozusagen heranrollt. Aber die innere Veränderung, sozusagen der Auslöser, der Trigger, ja, das ist doch schon viel, viel, viel früher gekommen. Ich meine, besinnt euch zurück, 1971, als die Golddeckung des Dollars abgeschafft wurde. 1973, die Ölkrise. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten auf den Auto-Windschutzscheiben, musste jeder eine Plakette drauf picken von Montag bis Sonntag, also immer Mo, Di, Mi, Do, Fr und so weiter. Das war der autofreie Tag. Es gab nämlich zu wenig Sprit. Deswegen musste jedes Auto zumindest einen Tag in der Woche stehen. Was ich weiß, glaube ich, die Versicherung hat da keine Abschläge geltend gemacht. Also das heißt, das sind alles Sachen, die wir schon kennen. Es sind alles Sachen, die wir kennen. Seit 1971 ist dieses System, dieses Konsumismus-System meines Erachtens gestorben. Ja? Mit dem Ende der Deckung des Dollars ist das ganze System eigentlich erledigt gewesen. Und jetzt hat man es halt versucht, krampfhaft, zwanghaft, durch Überproduktion, durch, wie sagt man, Verlagerung der europäischen oder US-amerikanischen Wirtschaft nach Fernost zu verlängern, indem man einfach Billiglohnländer hergenommen hat mit Währungsabschottung. Wir wissen ja, wie der geheißen, Renminbi oder Yuan war ja lange Zeit international nicht konvertibel. Das heißt, was dort gemacht wurde, hat eigentlich außer jetzt wirklich Experten niemand gewusst. Das Einzige, was wir wussten, sie produzieren billiger, als wir die Rohstoffe einkaufen können, was natürlich schon einmal eine sehr interessante Ausgangsbasis für unsere Industrie war. Man kann es auch als Todesstoß bezeichnen. Naja, und jetzt ist diese ganze, wie soll ich die Industrie bezeichnen? Ich möchte ja niemandem einen Vorwurf machen, ja? Aber es sind halt sehr, sehr viele Produkte, die, sagen wir mal so, die jetzt nicht unbedingt nötig sind, ja? Und hier hängen große Industriezweige dran und diese Industriezweige werden jetzt alle, ich will jetzt niemanden beim Namen nennen, ich möchte niemanden in irgendeine Richtung, sondern diese Industriezweige und Wirtschaftszweige werden es in Zukunft halt eben schwer haben. Logisch, ja. Aber das ist eine ganz normale Entwicklungssache. Das sind Trends und die verschieben sich einfach laufend. Wir stehen jetzt gemäß Horoskop, das konnten wir heute wunderschön sehen, wir stehen unmittelbar vor einer sehr starken Steinbockphase und wir haben dann ja auch, ich glaube es ist der 30. Am 30. haben wir dann noch das Quadrat zwischen Sonne und Saturn, also die Steinbockphase wird noch einmal aufgedoppelt und dann haben wir, glaube ich, am 5.11. haben wir den Eintritt der Venus in den Steinbock und das dauert dann ungewöhnlich lang. 4 Monate, ja, sind für die Venus in einem Zeichen doch sehr, sehr lang und Steinbock ist eben das Zeichen der Kälte, der Entbehrung, ich kann es nicht garantieren, dass es jetzt nur im Steinbock ist. Es kann auch sein, dass er ein bisschen im Wassermann wieder ist und rückläufig wird. Aber auf jeden Fall ist sie längere Zeit im Steinbock und das zeigt natürlich, dass wir hier eine große, wie sagt man, ja,
Härteperiode, dass wir hier, nein, ich glaube doch, die ist wirklich 4 Monate im Steinbock, dass wir hier eben eine lange Periode jetzt von Kälte, Entbehrung und Fleiß haben, weil positiv gesehen ist die Venus im Steinbock sehr, sehr fleißig und ich würde auch sagen, sehr viele Partnerschaften stabilisieren sich jetzt wieder und bringen jetzt wieder das Ganze ins Lot. Wir brauchen ein paar Wochen, wir brauchen ein paar Monate, um uns an den neuen Rhythmus gewöhnen zu werden. Und wenn der neue Rhythmus sitzt, naja, wo ist das Problem? Wir brauchen das meiste von dem, das wir geglaubt haben, es zu brauchen, ohnehin nicht. Wenn jemand sagt, ja, ich habe meinen Job verloren und jetzt kann ich nur noch mit Gelegenheitsarbeit meinen Unterhalt verdienen, naja, dann werden auch die Mietpreise sinken, dann werden die Lebenshaltungskosten generell wieder sinken müssen und eben das meiste wird dann eben als Luxus empfunden. Bitte stets bedenken. Urlaub. Seit wann konnten Menschen sich Urlaub leisten? Das war früher in den 20er Jahren, da hat sozusagen am Semmering ja, so eine Art Boom begonnen. Man fährt aus der Stadt in Sommerfrische, wie es damals der Kaiser gemacht hat, nach Bad Ischl oder nach Baden. Das war schon was. Ja. Also, dass man einen Urlaub auf die Malediven oder wohin macht, das konnte damals ja bitte nicht einmal ein Kaiser, kein König konnte das. Ein Kaiser oder König ist auf Sommerfrische gefahren und heute können Leute aus den, sagen wir mal so, bescheidenen Verhältnissen konnten auch unfassbare Urlaube machen, die eigentlich früher gar nicht möglich waren. Naja, das Ganze harmoniert sich und pendelt sich jetzt wieder ein und ich würde sagen, es ist ein wunderbarer und ein guter Prozess. Und wie gesagt, Veränderungen kommen immer nur von innen heraus, nicht von außen. Ich habe jetzt wieder bezüglich Demonstrationen so ein paar Artikel durchgelesen, enttäuschte Artikel, ja, man hätte viel, viel mehr erwartet. Naja, was erwarten die sich denn bitte? Was erwarten die sich denn bitte? Wir wurden seit Jahrhunderten wie Schnitzel flach geklopft, es ist alles verboten gewesen und jetzt, was sollen wir jetzt bitte machen? Und außerdem, ich habe immer gesagt, bleib zu Hause. Das war immer mein Aufruf und daran ändert sich niemals etwas. Wenn du eine Veränderung willst, setz dich nieder, meditiere, visualisiere und sehe das Erwünschte. Egal was es ist. Natürlich, je einfacher und bescheidener es ist, desto schneller wird es in dein Leben kommen. Wenn du dir, ich weiß nicht, ein 5-stöckiges Wohnhaus mit 30 Wohneinheiten wünschst, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, als wenn du dir einen kleinen bescheidenen Wunsch erfüllen möchtest. Entscheidend ist nur, dass du lernst, da hineinzukommen. Ja? Wenn du dich zum Beispiel, jetzt müssten wir irgendein schräges Beispiel einfallen, auf die Schnelle fällt mir natürlich wie üblich nichts ein, aber sagen wir, nehmen wir ein Fahrrad, ja? Irgendein Fahrradmodell, was du in deiner Kindheit gesehen hast, was du gerne in deiner Sammlung hättest, das visualisierst du jetzt. Und irgendwann, wenn du das öfters machst, wird es in der Außenwelt begegnen. Und so meine ich es eben im Sinne des Gesetzes der Anziehung, dieses Law of Attraction, wie wir wissen, läuft es so. Gut, für heute möchte ich nur kurz daran erinnern, 19.50 Uhr, visualisieren, Liebe, Frieden, ganz wichtig, geh dabei in die Freude und sehe einfach Menschen, die glücklich sind und zufrieden sind und dass sich hier alles wieder harmonisiert und beruhigt, dass wir hier alle glücklich miteinander zusammenleben, in Frieden leben, Gläschen Bier oder Wein trinken oder was auch immer oder Mineralwasser und einfach nur das Leben genießen. Ja? Einfach nur das Leben genießen und Freude haben. Bleib im Vertrauen, bleib in deiner Kraft. Wir wissen, was auf uns zukommt. Naja, okay, es war zu erwarten, oder? Es war zu erwarten, wir haben lange genug darüber geredet. Jetzt stehen wir kurz davor und wir meistern auch diese Hürde in Gelassenheit, aber auch in Vertrauen auf unsere mentale Stärke. Ende.